Willkommen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Episode RimWorld, meinem geheimen Lieblingsspiel, solange ich jedenfalls nicht in der Lage bin, Dwarf Fortress zu spielen. Ein Spiel, zu dem ich immer wieder zurückkomme, was ich einfach richtig cool finde. Wir haben hier eine neue speicherlose Kampagne angefangen. Worum geht's? Wir haben hier 5 Helden. 5 Siedler, die mit uns durch das Land ziehen und versuchen, ein Leben aufzubauen. Das sind Wayne Helbner, Gregor Harkonnen und Hamster Punker. Und sie sind von einem Stamm, der leider verjagt worden ist und nun einsam hier ein neues Leben aufbauen müssen. Und deswegen habe ich schon ein paar Befehle gegeben, damit ihr sie euch alle nicht im Nachhinein nochmal ansehen müsst. Und wir beginnen bereits und fangen an, durch die Gegend zu laufen. Ihr seht, jeder unserer Charaktere hat hier unten diverse Eigenschaften, von Schießen bis medizinischer Fürsorge und Nahkampffähigkeiten sind auch dabei. Und wir können hier einigen unserer Leute noch ein paar... hier gibt es sogar einen ziemlich guten Nahkämpfer. Da würde ich sagen, Equip Steel Equa. Unsere Kolonisten sind gerade ein bisschen hungrig. Zum Glück haben wir noch eine ganze Menge Pemmikan, an dem sie sich gütlich tun können. Sie sind ein kleines bisschen hungrig, aber alle haben hier noch ein bisschen Pemmikan zum Essen. Unsere erste Priorität, was macht er? Also, hier wird gerade angefangen zu bauen. Nämlich habe ich mit meinen ersten Aktionen angefangen, erstmal ein paar Orte aufzubauen, in denen wir Nahrung anpflanzen. Einerseits langfristiges Korn, also Mais. Hier oben werden wir Reis anbauen. Hier auf der rechten Seite ist unser Lager. Hier gibt es dann eine kleine Stelle, in der wir Heilmittel anpflanzen. Und hier gibt es Heu für unsere Tiere, denn von denen hier haben wir auch einige. Hier in den Berg werden wir uns hineingraben, damit wir halbwegs vor dem Wetter geschützt sind. Man könnte sich prinzipiell auch irgendwo... oh Gott, das ist ein Grizzlybär, zum Glück tötet er uns nicht. Prinzipiell kann man sich nämlich auch einfach so natürlich irgendwo ein Haus bauen oder so. Aber das machen wir gerade nicht. Mit uns begleitet ein Yak, ein Esel und ein kleiner Hund, den wir ehrlich gesagt wahrscheinlich vielleicht auch noch trainieren können, irgendwas zu tun. Die Antwort lautet leider nein. Die können in keinster Art und Weise trainiert werden. Naja, sei es drum, auch nicht so schlimm. Hier baut Helpnose, unser bester Bergarbeiter. Deswegen ist er schon gut am Bergarbeiten. Die Frage ist, kann noch jemand helfen, damit es ein bisschen schneller geht? Hamsterpunker kann es halbwegs, aber der ist damit beschäftigt, sich um unsere Nahrungsmittelversorgung zu kümmern. Denn seien wir ehrlich, Nahrungsmittelversorgung ist einfach noch viel wichtiger als Schlafen. Also natürlich ist beides wichtig. Aber man kann auch auf dem Boden schlafen, ist zwar nicht so super genial am Anfang, aber man kommt klar. Und auf der anderen Seite, ohne Nahrung, verhungern die Leute. Deswegen können wir hier außerdem noch ein paar Büsche abgrasen und dort die Beeren benutzen. Hier habe ich ein Lager errichtet für meine Leute. Hier kommt dann das ganze Holz hin. Helpno hat sich schon relativ gut weiter bearbeitet. Oh, wir haben hier sogar Eisen in dem Bereich, das können wir später auch benutzen. Unsere Lagerzone können wir auch noch ein kleines bisschen expandieren und außerdem dann hier noch unsere Home Zone erweitern. Wir müssen nämlich überall noch ein Dach bauen. Das sind irgendwie so Blechdächer, die überraschend gut funktionieren. So. Und momentan läuft jetzt, glaube ich, erstmal alles ganz gut. Jeder hat was zu tun. Wir haben auch schon verschiedene Aufgaben assigned, damit jeder das macht, was er oder sie am besten kann. Ich muss zugeben, manche unserer Community-Mitglieder in der Kolonie sind auch weiblich, aber ich denke, anders wäre es irgendwie nicht gegangen. Jeder dieser Charaktere hat diverse positive und negative stimmungsbeeinflussende Faktoren. Zum Beispiel, wenn man ohne Tisch gegessen hat oder so ein Kram. Aber all diese Sachen werden langsam aber sicher mit der Zeit natürlich besser werden. Wir bauen schon mal zur Sicherheit einen Butcher-Spot hier außen dran. Da können wir dann irgendwelche Tiere kaputt machen. Hier drin können wir schon mal craften. So. Aber ehrlich gesagt brauchen wir echt noch jemanden, der mit beim Bergarbeiten hilft. Vielleicht sollte es Wayne, aber wir unsere Berge, wir haben echt, ehrlich gesagt, relativ unterreichbare. Ich brauche erstmal eine Türe hier vorne dran. Eine Türe, damit niemand reinkommt.
Das ist doch erstmal schon mal gut. Und dann können wir hier innen drin überall unsere Schlafplätze erstmal einrichten. Auch wenn das erstmal nur Schlafplätze für den Boden sind. Aber die brauchen wir auf jeden Fall. So, die kann man sich alle hier links auf der Seite auswählen. Schauen wir uns mal an, wo ist denn nicht Recreation? Genau, für Recreation, zur Unterhaltung kann man auch was machen. Zum Beispiel einen Hoopstone Ring, da können die ein bisschen Ringwerfen spielen. Da arbeiten sie zwar nicht, aber sie können sich unterhalten und das ist ja auch nicht vollkommen schlecht. Jeder braucht ein bisschen Rest and Relaxation bei Gelegenheit und das sollen sie auch bekommen. Gut, wo sind unsere Betten? Wir können Bettrollen machen, aber die sind für uns noch nicht in der Lage. Das heißt, wir machen ganz normale Sleeping Spots. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir brauchen noch ein paar mehr. 1, 2, 3. Wenn hier die nächsten Mauern ausgegraben sind, ist es soweit, dann kommen wir weiter. Momentan ist 23.24 Uhr, so wie es aussieht. Oder? Ne, die Zeit wird hier noch nicht angezeigt. 3. Ja, okay, aber es sieht momentan doch ganz gut aus, oder? Genau, hier wird schon überall Mais angepflanzt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Die haben wir, man kann sich also ein Fertility, also ein Fruchtbarkeits-Overlay anzeigen lassen. Sieht man, wo die Sachen am besten wachsen. Der Mais wächst hier, wo alles gut aussieht. Und auf der anderen Seite der Reis ebenfalls, aber der ist noch gar nicht angepflanzt worden, obwohl wir es wahrscheinlich zuerst hätten machen sollen. Aber irgendwas ist ja immer, nicht wahr? Ich hätte sie wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge bauen sollen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, damit sind alle unsere Bettplätze schon mal definiert und wenn jemand schlafen will, kann man sich hier hinlegen. Und das ist erstmal gut. Wir haben noch Frühling, alles ist noch in Ordnung und wir sehen gerade, dass unser Pemmikan tatsächlich ziemlich lange hält. Das heißt, wenn wir das nicht erlauben zum Essen, wäre es, glaube ich, ganz gut. Wir könnten so schnell wie möglich eine Zone benötigen, mit der jemand was kochen kann. Zum Beispiel ein Fuel Stove. Der ist zwar erstmal draußen und funktioniert dann auch nicht so gut, aber ich würde mal sagen, wenn wir den schon haben, ist es nicht schlecht. Wäre nicht schlecht, den schon mal zu haben. So, bauen wir erstmal dahin. Dann kann schon mal jemand Essen vorbereiten. Und wir können auch mal jemanden losschicken, um Tiere zu jagen. Um die in Anschluss zu schlachten, denn wir brauchen Essen. Wir brauchen Essen. Er beißt die Maus keinen Faden ab. Hier, machen wir den Butcher-Spot hier hin. Was? Oh nein! Hakon wollte es eigentlich bauen, aber er hat es nicht hingekriegt. Er probiert es nochmal. Mal sehen, ob es diesmal hinkriegt. Aber gut, ist halt alles nicht so einfach. Beziehungsweise wir sollten auch direkt schon... Und die Leute reden auch miteinander. Das lässt sich dann hier anzeigen, was ganz nett ist. Was wollen wir als nächstes? Wir brauchen eigentlich noch eine Lampe. Und damit meine ich eine... wo ist es denn? Eine Fackel, genau, Torch Lamp, die packen wir hier rein. Dann kann auch jemand was sehen in Zukunft, aber Boron Harkon, man kann auch die Zeit beschleunigen, hat hier gerade eben alles fertig gebaut. Wir können auch einen kleinen Hocker dazu bauen. Wunderbar, und jetzt könnte prinzipiell jemand anfangen zu kochen. Was macht Gregor eigentlich da oben? Watching the Sunset, ist ja nett. Was, Gregor kann nicht Plant cutten? Moment mal, Plant Cutten sollte eigentlich jeder können, würde ich jetzt mal behaupten. Machen wir mindestens 4 Plant Cut. Okay, dann haben wir nämlich schon... Was? Harvest botched? Oh Gott. Okay, er hat es geschafft, immerhin. So, die sollen lieber hier anfangen. Anfangen aus den Früchten, beziehungsweise do until you have 10. Ja, 12 ist erstmal okay, oder? Ja, 12 sollte in Ordnung sein. Dass wir aus den Früchten, die wir nun ernten, Nahrung machen. Das Pemmikan bleibt dann für schlechte Zeiten, so gut es geht. Okay, Wayne und Harkon, hier wird auch noch
Hier bauen wir... Was? Trained Attack. Ach, Nina hat... Unser Hund Nina wurde gerade trainiert und kann jetzt deutlich besser angreifen anscheinend. Sehr schön. Sehr schön. Das schadet natürlich nicht. Okay, wir brauchen allerdings noch mehr Früchte generell. Irgendjemand muss losgehen. Und die ganzen Beeren. Oh Gott, Rhinozerosse, die können wir, glaube ich, nicht jagen. Das wäre keine gute Idee. Es gibt eine ganze Menge Heilfrüchte. Beziehungsweise, nicht, also Heilkräuter, die wir uns schnappen können. Beerenbüsche gibt es hier. Hier gibt es noch einen ganzen Haufen. Aber die sind alle noch nicht so richtig gewachsen. Naja, drei von denen ist nicht schlecht. Vor allem, wenn wir den noch mit dazu nehmen. Nehmt euch die. Wir wollen... Ja, komm, den an. Den Rest nehmen wir auch noch, wenn wir schon da sind. Und das Ganze anfangen abzuernten. Oh, und hier ist sogar noch viel mehr direkt in nächster Umgebung. Das ist gut. Den schnappen wir uns auch, den ganzen Kram. Und dann haben wir für eine Weile Nahrung. Okay, wir können hier in der großen Oberfläche sehen, wer was gerade macht. Ja, Leute, die reden so ein bisschen miteinander. Hamsterpunker, was macht er? Ah, sie gehen jetzt alle ins Bett. Okay, die ganze Truppe schläft. Ist jetzt nicht unbedingt der bequemste Ort aller Zeiten. Wird ihnen wahrscheinlich erstmal nicht so gut gefallen. Aber es wird besser werden. Dann werden sie aufstehen, sie werden was essen wollen. Insofern muss ich ihnen eigentlich was geben, damit sie nicht verhungern. Also futtert was. Und wenn es das Pemmikam ist, naja, dann ist es halt so. Ja, wir sehen hier unten links, wie sich ihre Leiste auffüllt. Unter anderem die Rest, die ist jetzt jeden Moment voll. So, perfekt. Und Gregor, was macht er? Er futtert ein bisschen. Man kann auch sehen, der hat noch 20 Pemmikan im Inventar. Und was mit dem Rest? Hamsterpunker und Baron Harkon machen erstmal noch nichts. Aber die wollen jetzt erstmal was essen. Ist was, das ist gut. Wo gehen sie hin? Also, die kümmern sich jetzt weiter um den Reisanbau. Das ist sehr klug. Und sobald sie fertig sind, kümmern sie sich hier um den Mais, ist auch schön. Sie räumen auch gleichzeitig Felder leer, alles wunderbar. Okay, Harkon kümmert sich jetzt auch hier hinten um die Beeren, die kann er abernten, sehr gut. Soll er mal machen. Und aus denen müssen wir dann ja, was zubereiten. Hier in der Mitte, immer okay, da bauen wir gerade weiter rum, das ist auch super. Nein, wo gehst du hin? Nachdem wir das fertig gemacht haben, muss man sie leider ein kleines bisschen micromanagen, seine Dorfbewohner, damit sie nicht irgendwo hingehen. Ich habe einen Mod installiert, mit dem die Bewohner immerhin nicht die ganze Zeit wieder zurück irgendwo zu einem ursprünglichen Ort zurückgehen müssen, um... Jetzt, nimm das mit. Nimm das mit. Okay. Den können wir eigentlich direkt auch harvesten. So können die Leute einfach viel mehr Zeug mitnehmen. Und die da hinten auch. Weil es einfach nichts Nervigeres ist, als wenn wir für jeden Gegenstand die ganze Entfernung zurücklegen muss. Ich glaube, da habe ich mir einen Mod dafür geholt. Und ich bin froh darüber, dass ich diesen Mod habe. So, und damit haben wir erstmal haufenweise Beeren. Damit kommen wir klar. Ich meine, die Beeren halten sich 14 Tage. Das ist gut. Das heißt, das Pemmikan müssen wir erstmal nicht mehr anfassen. Und die Beeren halten sich eine Weile. Sehr schön. Okay, los geht's. Also hier unten in unserem kleinen Häuschen sieht es mittlerweile auch ganz in Ordnung aus. Das heißt, wir können jetzt anfangen, zuerst mal einen Tisch zu bauen.
Entweder so ein oder ein 2x2 Tisch. Hier rechts kann dann der Essensbereich sein fürs Erste. Das ist doch ganz nett. Packen wir noch ein paar Hocker dazu, damit sich jemand da hinsetzen kann. Packen wir noch einen Pflanzenpot irgendwo hier in die Ecke. Und alles ist gut. So, als nächstes werden wir hier weiterbauen. Und das werden wir auch tun. Können wir anfangen, in diesem Bereich, in dem wir uns jetzt gerade einbauen. Moment, hier ist irgendwie ein kleines bisschen zu wenig Wand. Da brauche ich noch ein Stück, damit die Isolation funktioniert. Gerade im Sommer ist es gut, wenn man überall mindestens zwei Felder nach in alle Seiten hat. Das ist die beste Isolation, soweit ich weiß, die man machen kann. Okay, und dann stellen wir auch bei Gelegenheit unseren Ofen hier rein. Das war noch ein bisschen schmutzig, das Ganze, aber sobald das hier unten fertig gebaut ist, stellen wir den Ofen rein und dann fangen wir auch an zu forschen, beziehungsweise wir brauchen noch... hier noch einen Stall für unsere Tiere. Okay. Die gehen dann da rein und das kann ich dann zu einem sogenannten Pen, also zum Tierstall machen. Was ziemlich unterhaltsam ist. Gut. Oh, die Tische sind schon fertig und sie sind sogar von guter Qualität. Außer der eine. Der ist nicht ganz so toll. Aber okay. Ich denke, es wird ihnen erstmal... Es wird reichen. Es wird reichen. So, aber wo ist unser Koch? Wo ist unser Koch? Doc Gregor. Gregor ist auch unser Koch. Jetzt fängt er an zu kochen. Sehr gut. Sehr gut. Und ich muss dann auch langsam anfangen. Herbner, was machst du? Der baut auch. Okay. Sollen wir recht sein? Dann können die Tiere da reinkommen. Dann laufen die schon mal nicht weg. Aber Herbner sollte lieber mehr Berg arbeiten. So, dann kommen die Tierchen da rein. Was machen unsere Pflänzchen? Ja, unser Reis wächst. Ehrlich gesagt sollte ich den vielleicht ein bisschen größer machen, aber wir haben auch den Mais. Oh, und unsere Medizin wächst auch schon weiter vor sich hin. Ich glaube, ich mache unseren Reisbereich noch ein kleines bisschen größer. Wenigstens für die erste Ernte. Na, was ist das denn? Nein! Ist der andere noch da? Okay, der andere ist auch noch da. Gut. Dann können wir hier auch nochmal Reis anpflanzen. Nur solange meine Reis ist eine gute Frucht oder ein gutes Getreide für den Anfang. Oh, ich muss auch Dächer bauen hier überall in der Gegend. Und die Tiere bekommen auch noch ein Dach. Das kostet mich auch nicht viel. So. Jetzt nur mal die Frage, wo war nochmal mein... das Tier, die Tiermarkierung? Hier, Penmarker, der kommt dann da rein. Und dann kommen die Tierchen da rein und dürfen dort essen. Ich kann nur hoffen, dass das mit der Nahrung auch gut funktioniert und nachher nicht irgendwie alles den Bach runtergeht. Okay, die ganzen Steine, die hier drin sind, die will eigentlich keiner haben. Bringt das Zeug weg, wenn es geht. Und dann bauen wir in Kürze. Ich meine, Gregor kocht, also unser Cook, ist auch wunderbar so. Soll das weitermachen. Unsere frischen Mahlzeiten gehen allerdings kaputt. Immerhin sind drei Stück. Ich glaube, eine Mahlzeit reicht für einen Tag. Deswegen 10 Mahlzeiten sind vollkommen in Ordnung. Jetzt stellen wir erstmal unseren Kochplättchen dahin. Zusammen mit Hocker, dann ist das alles noch viel besser. Oh, und ich brauche noch einen Ort, an dem unsere Hündchen schlafen kann. Nina. Für den brauchen wir natürlich auch noch eine Bezeichnung bei Gelegenheit. Nina darf hier in der Ecke schlafen. Okay. Soweit, so gut.
Soweit, so gut. Ja, okay, es läuft. Es läuft. Also wir haben dann zwei Reißzonen. Sehr schön. Hier ist auch noch einiges an Wild Healed Root, mit der wir. Ja, Herr Abner hat gerade nebenbei noch was gegessen. Alles gut. Okay, nahrungsmäßig stehen wir sehr gut da. Wir haben auch ein paar Waffen dabei. Und den Leuten geht es relativ gut. Wir müssen jetzt bald anfangen, Forschung zu betreiben, damit irgendjemand hier in diesem Haufen lernt, wie man eigentlich ein richtiges Bett baut. Das ist ja nicht so einfach. Need Defenses. Angeblich brauche ich noch ein Pen. Ich habe doch schon eins, oder? Oder ist das noch nicht abgeschlossen gebaut worden? Nein, ist noch nicht gebaut werden. Okay. Aber macht nichts. So, wo haben wir nochmal unseren hier? So, unser Help Now. Das ist unser Bergarbeiter. Bergarbeiterin, um genau zu sein. Da müssen wir hier noch ein kleines bisschen weiter ausbauen. Wenn sie denn dann irgendwann mal aufwacht. Wenn es Sommer wird. Wir spielen übrigens auch mit Randy Random. Es kann also alles passieren. Ich muss jetzt anfangen, das Essen hier in das Gebäude reinzubringen. Erstmal hier. One column is idle. Hamsterpanke macht nichts. Naja, okay. Für den brauchen wir den Forschungstisch. Das machen wir. Den bauen wir jetzt. Simple Research Bench. Ist nicht unbedingt der beste Ort, so mittendrin. Aber er steht schon mal da. Und Baron Harkon darf ihn bauen. Aber zuerst will er was essen. Das ist in Ordnung. Ich akzeptiere das. So, sehr gut. Hamsterpanker, du bist unser Intellektueller. Zeig, was du kannst. Wo ist er denn? Hier. Ich habe ihm gesagt, er soll besonders forschen. Warum forschst du nicht? Kannst du dich da nicht hinsetzen? Okay, aber er kann prinzipiell auch Bergarbeiten. Okay, Hamsterpanker, dann darfst du das auch tun. Was ist das denn da? Händler? Oh meine Güte, echt heftig heftige bewaffnete Händler. Mit denen können wir echt nicht so sonderlich viel anfangen. Help Now kann vielleicht mit ihnen handeln. Aber ich befürchte, wir haben nicht wirklich was, was die brauchen. Ja, Caravan is approaching. Ja, die greifen wir nicht an. Wir lassen die einfach mal machen. Was mit meinem Forschungstisch? Warum funktioniert der nicht? Stehe ich noch nicht so ganz. Okay, aber jetzt. Geht's jetzt? Low? Nun funktioniert das nicht? Ist mir noch nicht ganz klar, warum das nicht funktioniert. Aber okay. Aber irgendjemand muss forschen. Habe ich falsch rumgebaut? Und ich kann ihn auch hier hinstellen. Und das ist dann aus dem Weg. Oder ist niemand auf Research? Doch Hamsterpunker soll eigentlich researchen können. Not assigned to constructing? Irgendwie kann ich das Ding nicht anklicken. Ich muss zugeben, ich verstehe es nicht ganz genau, warum das mit der Forschung gerade nicht funktioniert. Naja. Oh. I'm dangerously low on food. Dann baut mal bitte ein bisschen mehr Food.
Es ist wirklich so. Hamsterpanke macht nichts. Das gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Ich meine, bevor der nichts macht, darf er ruhig noch ein bisschen mehr Sachen anpflanzen. Und zwar zum Beispiel ein bisschen Baumwolle. Cotton. Wie wär's damit? Dann haben wir schon mal was für Kleidung. Und hier nebendran können wir dann noch Smoke Leaf anbauen. Hopfen. Hopfen für das Bier. Wie ist mit Smoke Leaf? Das kommt immer gut. Habe ich mir sagen lassen. Okay. Aber unten müssen wir eigentlich auch noch weiterbauen. Warum funktioniert meine Research Bench nicht? Ach so, weil ich kein Research Project habe. Natürlich. Ist natürlich ziemlich dumm. Okay, zuerst wollen wir Complex Furniture. Damit wir besser Betten bauen können und so. Gut, Hamsterpanke macht sich dran. Sehr schön. Aber wir brauchen offensichtlich ein bisschen mehr Essen. Und wir müssen vielleicht anfangen, irgendwas zu jagen. Oh. Wildlife. Haben wir da irgendwas? Wir wollen natürlich nicht, dass uns irgendwas angreift hier in der Umgebung. Natürlich greifen wir keine Boom Rats an. Das wäre ziemlich selbstmörderisch. Und irgendwelchen Tieren hinterherlaufen wegen ihrem Fleisch ist natürlich aufwendig. Dauert ewig. Aber wenn es sein muss, dann machen wir das natürlich. Schnappen wir uns hier diese Schildkröte. Keine Boom Red, weil die explodieren nämlich, wenn man sie anfasst. Das wäre dumm. Hier ist ein Bärenbusch. Da sind noch ein paar. Die können wir uns nochmal schnappen. Ein Raccoon. Also ein Waschbär, den nehmen wir uns mit. Hier sind auch nochmal drei Bärenbüsche. Den nehmen wir uns auch nochmal. Und dann haben wir schon wieder für ein paar Tage Nahrung. Jedenfalls solange unsere eigene Nahrungsmittelversorgung nicht steht. Ja, die können wir auch alle noch ab mitnehmen. Da gehen wir auch nicht nochmal hin, wenn es nicht sein muss. Ibex Ram, sind die aggressiv? Nee, zum Glück nicht. Schnappen wir uns die auch noch bei Gelegenheit. Okay. Noch so ein Truthahn, den kann sich auch jemand schnappen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Okay. Da müssen wir zwar auf eine halbe Weltreise gehen, den ganzen Kram zu holen. Aber hey, irgendjemand muss es tun. Ich frage mich, ob die Händler irgendwann mal wieder... Oh Gott, was ist das? A pack of man-hunting cats have entered the area. Driven insane by the disease known as Scaria, they will roam the region hunting for humanoid flesh. They won't attack doors unless they see someone go through the door. Okay, also menschenjagende Katzen sind aufgetaucht, die Menschen jagen wollen. Nun ja, die gute Nachricht ist, dass hier ein Haufen ein Haufen bewaffneter Händler ist. Oh nein, die natürlich jetzt genau diese Gelegenheit nehmen.
und abzuhauen. Sind sie noch da? Sie sind noch da. Okay. Zum Glück. Oh Gott, die Katzen greifen an. Oh, meine Güte. Okay, Katzen. Die erste Katze ist tot. Oh, ein Glück. Ein Glück. Wundervoll. Gute Arbeit, Leute. Gute Arbeit. Okay, sobald es weitergeht, kann man Wayne weitergehen und anfangen, alles, was wir gerade markiert haben, zu sammeln. Gego futtert ein bisschen was. Alles okay. Okay. Was mit Hakon? Macht er nix? Die hängen jetzt alle irgendwie so rum. Ihr könnt ruhig arbeiten. Ja, okay. Schnappt euch die Katzen. Ich meine, es gibt nichts Besseres als Katzenfleisch, habe ich gehört. Oh, wir haben keinen Ort, an dem wir Leichen lagern können. Ups, deswegen will es niemand haben. Okay, wer ist dann hier? Clear all corpses. Let's go. Na dann. War Merchant von Gallum Alliance. Noch mehr Händler. Die können uns dann auch schützen. Ach, hier brauche ich die Bills. Butcher Creature. Ja, mach das mal. Ach, wer kann das? Jemand, der kochen kann. Wie ist mit Herbner? Gregor? Gregor kann kochen. Zeit, die Katzen zu erledigen. Ja, sehr gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Wie sieht es da oben aus mit den ganzen Büschen, die ich markiert habe? Ja, da ist erstmal noch nichts los. Aber okay. Herbno hängt hier irgendwie so ein bisschen rum. Mach mal was. Und Baron Harkon, okay, komm, du darfst jetzt loslegen und hier hinten alles mal abernten. Und ihr, meine hochverehrten Zuschauer, euch bedanke ich mich, fürs Zusehen zu diesem etwas ungewöhnlicheren Spiel heute auf diesem Kanal, aber es ist ja ungewöhnliche Woche heute während meiner Urlaubszeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.